Ich bin heute bei diesem Daniel Dyer. Und natürlich, bevor ich jetzt biken gehe mit ihm, wieder ein Shredletic Red, das ist ganz klar. Ich fühle die Gaps und Doubles schon wieder, die da drin sind, ist der Hammer. Viel Spaß bei dem Video. Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht hier zwei Fahrräder neben mir. Und wir haben uns so eine kleine Videoreihe überlegt mit dem Thomas zusammen. Das hier ist nämlich nicht mein Fahrrad. Ich habe nicht schon wieder ein neues Fahrrad. Sondern das ist jetzt sozusagen das Bike für alles. Also der Thomas hat gesagt, er braucht ein Fahrrad, was für alles taugt. Und dem wollen wir jetzt in dieser Videoreihe ein bisschen auf den Grund gehen. Das bedeutet, wir testen verschiedene Formate. Heute testen wir es gegen das Torq, also ein Biobike, ob man da auch zusammen Spaß haben kann. Und es folgen noch viele, viele weitere Tests. Also seid auf jeden Fall gespannt. Aber bevor ich jetzt schon zu viel vorwegnehme, lassen wir ganz kurz den Thomas was sagen. Ja, hallo, herzlich willkommen. Wir sind auch mal hier im Bergischen Land. Also in diesem Sinne kann ich nur sagen, liebe Freunde des Bergab-Fahrradsports, herzlich willkommen hier im Wald in Bergisch Gladbach. So, wir haben uns eine Testreihe überlegt, weil ich finde, das ist ein Thema, was bei den potenten Fahrwerken, die wir heute haben, im Gegensatz zu vor 10 Jahren, sehr interessant ist, dass wir einfach sagen können, reicht das eine Bike für alles? Ich bin ja ein ziemlicher Bike-Fetischist, hatte über 300 Räder. Und sag jetzt, ich habe tatsächlich nur noch ein Fahrrad. So, wir werden das in mehreren Teilen, halt, wie der Daniel schon gesagt hat, aufteilen. Da werden auch Sachen bei sein, ihr werdet überrascht sein. Freut euch auf Thomas ohne Haar in Lycra-Klamotten, mehr sage ich nicht dazu. Das Fahrrad ist halt ein Kenevo SL. Kenevo ist ein bisschen verwirrend, war für mich auch verwirrend. Eigentlich ist es ein Enduro-Rahmen als SL-Bike mit einem Male-Motor. Kleiner Akku, 324 Wattstunden und nur 35 Newtonmeter Maximalunterstützung. Allerdings fährt sich das Rad komplett entkoppelt halt und das testen wir heute. Ich werde die ganze Zeit ohne Motor fahren, habe das Display an, das wird die ganze Zeit auf 100% bleiben. Und wir werden gucken, wie weit ich halt hinter Daniel zurückbleibe mit dem Fahrrad. Ist das wirklich möglich, eine Bio-Home-Trail-Tour damit zu machen? Natürlich werden wir das dann auch noch mit Daniels Focus zum Beispiel noch eine E-Bike-Tour auf seinen Home-Trails machen. Wie viel bin ich dann? Kann ich da überhaupt mithalten? Das ist halt das Thema. Ist das eine Bike für alles die Lösung? Das eine Bike kann alles? Oder ist es einfach eher so, wie viele im Netz halt sagen, das ist einfach keine Lösung, sondern das ist ein Bike, was gar nichts richtig kann? Das wollen wir halt checken und werden wir an verschiedenen Locations machen. Ich freue mich da voll drauf und ab geht's. So, erster Appell. Schauen wir mal, ob der Daniel mich hier einfach stehen lässt. Ja, kannst du noch. Ich glaube, das macht der Daniel jetzt extra. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt auf der Kamera. Wie geht das nicht anzuzacken? So. Also noch fühle ich mich nicht wirklich abgehangen. Ja, fahren jetzt hier rein und dann fahren wir einmal ganz runter, da wo wir gestartet sind. Ja, wenn wir halt auf der anderen Seite gehen. Ja, der ist im Moment ziemlich kaputt, der Trail. Ja, unten ist. Ja, ja. Unten ist nur noch Sand. Wir können aber diesen flowigen Part da fahren. Ja, das ist ja hier dein Homespot. Ne? Ja, ist halt nicht so viel Action. Aber es geht ja auch nicht ums Trailfahren. Ich hatte die Zeit, da habe ich gedacht, komm mal zu dir. Ne? So. So, was haben wir für einen Gang? Hast du da offene Lämpfer? Habe ich aufgemacht, fast. Jetzt. Jetzt mal runter. Okay. Fahren ganz runter tatsächlich jetzt. Aber du fährst einfach hinter deiner her. Alles klar. Da kennt sich ja hier aus, das war ein kleiner Hochspot.
Ja, das hat mich immer wieder bitter im Wald. Dann hat man so einen Bergab als so einen Biobiker vor sich, ne? Und nichts geht mehr. Sehr interessante Linienwahl hier. Ich hatte das Gefühl, mir geht die Tasche fliegen. Die Tasche geht dir fliegen? Ja. Deswegen bist du so langsam gefahren. So, jetzt wieder hier rauf? Ja, jetzt gehen wir wieder rauf. Ja, im Downhill wie zu erwarten natürlich absolut, glaube ich, kein Unterschied. Im Downhill wie zu erwarten natürlich absolut, glaube ich, kein Unterschied für mich zu merken. Das ist ja auch eine der Besonderheiten dieses Fahrrads. Dafür, dass ich die Strecke jetzt quasi in die Streckenführung so gar nicht kannte, bin ich, glaube ich, dran geblieben. Und jetzt machen wir zweite Fahrt des Bergel rauf, gucken, wie viel Downhill mir jetzt auf der Auffahrt hier abnimmt. Weißt du, was das wiegt, das Tor? 15. 27,5, ne? Ja. Ja, dafür habe ich natürlich. Oh, Leute, zieht der Thomas mir davon. Keine Chance für mich, dran zu bleiben. Hat eh den Motor angemacht, ich weiß das. So, zweite Auffahrt. Versuche ich jetzt mal ein bisschen Tempo ein bisschen zu steigern, aber natürlich spielt das Gewicht ein bisschen rein. Jetzt zieht Daniel wieder vorbei. Aber 100% kein Motor an. Aber ich denke, wenn man da keinen Wettbewerb draus macht, sondern eine Kumpelsrunde fährt, kann man sehr gut zusammen eine Tour fahren. Oder nicht, Daniel? Ja, du musst das sagen. Trail, den ich glaube ich gar nicht kenne. Aber das Stückchen reinfahren. Ja. Was wir eben beim Hochkommen gesehen haben. Ja. Ich fahre dir einfach hinterher. Okay, Rock'n'Roll. Ab geht's. Ziemlich viel loser Boden hier auf alle Fälle. Ah, klassischer Single Trail, relativ sandig der Boden. Ein paar Jumps drin, ganz nett. So, und dann sind wir schon wieder. Jetzt geht's hier runter. Aha, second try quasi. Okay. Und sehr sandig. Okay. Also, downhill-mäßig tut sich da gar nichts. Kein Unterschied, ne? Genau. Thomas, zeig mal, wie viel Akku du noch hast. Ja, 100%, ne? Akku. Ja, also hast du nicht geblufft. Nicht gemogelt, nein. Ich dachte ja, er mogelt zwischendurch, Leute. War so schnell beim Uphill. Gar nicht geglaubt, ey. So, Leute, wir haben unsere Tour beendet. Yes. Also, ich muss sagen, für mich als Biobiker war es ja kein Problem. Das war klar. Das war klar. Das ist Worst Case, wenn man sich mitten auf die Straße stellt. Okay, aber gar kein Problem. Daniel kann ja gut schneiden. Ja. Also für mich als Biobiker hatte ich gar keinen Stress damit, dass der Thomas mit dem E-Bike unterwegs war. Weil es hat sich einfach angefühlt, als würde ich, weiß ich auch, mit dem Steve fahren, mit dem Torque oder so. Also für mich gar kein Unterschied. Wie hat es sich für dich angefühlt? Es ist natürlich, also wenn ich den Vergleich jetzt ziehe, mein letztes Bio-Enduro war es Propentahi. Bisschen anstrengender, aber wenn ich ehrlich bin, durch den geilen Hinterbau eigentlich
Wenn mir das keiner sagen würde, würde ich gar nicht merken, dass ich auf dem E-Bike sitze eigentlich. Also die 3 Kilo mehr machen sich für mich nicht bemerkbar. Das Rad, ich denke, beim Bergauffahren ist manchmal eine gute Kinematik fast entscheidender wie das Gewicht. Ja, also das Torque 15 Kilo und das etwas über 18, ne? 18,8 Kilo hat es. Ja. Ja, also das war der allererste Test. Biobike gegen, wie heißt denn die Klasse vom Rad überhaupt? E-Lite MTB. Genau. Und weil wir natürlich konditionell jetzt total am Ende sind, müssen wir für heute einfach Schluss machen. Ja. Und das nächste Mal fahren wir dann einfach beide mit Motor. Und dann wird es interessant, weil dann habe ich ja als höchste Stufe nur das, was Daniel als niedrigste Stufe hat. Wie lange muss er dann auf mich warten an einem Uphill? Dann wird es vielleicht doch wieder interessant, der Unterschied. Ja, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr das gleiche Bike habt vielleicht. Schreibt mal eure Erfahrungen mit in die Kommentare. Wäre mal interessant zu wissen, wie es den anderen da draußen geht. Oder auch das fast baugleiche Levo SL, oder sagen wir vom Motor her, vom E-Antrieb her, baugleiche Levo SL, was ich ja auch vorher hatte. Wie sind eure SL-Erfahrungen oder mit ähnlichen Bikes, mit Fazua-Antrieb etc.? Ist es für euch das eine Bike für alles oder ist es einfach nur der faule Kompromiss und es kann nichts richtig? Yes. Lasst gerne ein Abo da, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Sehr schön, Daniel.